Folge 44 und irgendwie können die alle in der Pause nicht still sitzen. Das sind alles so kleine ADHS-Kinder hier, den ich spielen muss. Also das nehme ich dir jetzt. Echt? Nee. Gut. Es ist erstaunlich ruhig gerade. Ah ja, okay, Benny kommt. Wir spielen jetzt doch mal ein bisschen Kai Pflaume. Genau, wir spielen Kai Pflaume. Wir wurden ja letztes Mal so ein bisschen unterbrochen und mussten ganz kurz was annektieren. Geht ganz flott. Einfach Flagge hissen, check. Und die gute Nina braucht unsere Hilfe und da helfen wir natürlich sehr gerne. Schließlich fliegt die uns auch wieder zusammen. Ich weiß auch nicht, ich würde jetzt einfach mal aussteigen und ein bisschen gucken gehen. Dem wir das Geschenk geben müssen. Vielleicht in dem Haus? Möglicherweise drin? Hier drin. Mach mal auf. Nee. Hier nicht. Ach, hier! Hier, Mr. Meathead! Das ist von Schwester Nina! Ich glaube, sie steht auf sie! Die kleine Schwester Nina! Ich hatte ja keine Ahnung. Wer was dazu gesagt? Werd ich rot? Der redet gerade rot, oder? Sag Nina, ich komme vorbei, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin. Lass du ihn töten mit Eis! Mal sehen, wie heiß seine Liebe ist! Was? Eis, nicht, Eis. Ja, Eis hab ich. Sehr schade. Ey. Hübscher Junge, aber zu schwach. Nina hat vergessen, du testen Kandidaten, ja? Bin hart genug für Ninas Liebe, sie überleben. Jetzt du finden Kandidat Nummer 2. Nicht vergessen, Karte und Blumen. Das war irgendwie grob ein bisschen komisch. Also wenn, what the hell is going on? Was war das denn? Zurück ins Gefängnis. Da oben ist ein Raketenturm. Na dann mach den mal unschädlich. Hab ich schon. Vielen Dank. Level ein Thema. Guck mal, was Schönes einzubringen wieder. Level up. Wo ist der hin? Ach. Irgendwie ist da gerade einer geplatzt. Ja. Sah aus. Bin ich froh, dass ich jetzt nicht einer von denen bin. Schöne fette Beute. Ist gerade einer geplatzt. Hey, lass sie doch nicht alle weg. Was ist denn für eine Waffe, ey? Ich bin eine verfluchte Knarre! Oh, der ist ja auch schon tot! Na klar. Dann skill ich jetzt. Oh. Oh. Aber kann es sein, dass bei der Quest eben die Nina und der Dingrich ein bisschen zu gleich geredet haben? Nee, ja, bei mir nicht. Doch. Bei mir schon. Nee, bei mir nicht. Bei mir haben die sich irgendwie direkt gegeneinander. Ich bin hier nicht faul rum! Oh. Oh, was? Von wo denn nun schon wieder? Bleib doch mal stehen! Oh Mann, diese Ranzbatteln! Hau weg den Arm! Das! Was ist das? Schokolade! Der ist auch geplatzt! Mir platzt gerade alles hier. Ja? Wo ist noch ein Schokolade? Ich steige jetzt erstmal in mein Auto. Ja, genau. Steig mal in dein Auto. Sei mal doch Schläger. Ich nehme erstmal das Geschenk zurück. Ja, nimm das mal mit. Ach so, das hat durfte der gar nicht behalten. Das ist ja gemein. Ja, ihm nützt es jetzt nicht mehr viel. Ja, ja, das hat... Warst du? Warst du schon mal tot? Ich nicht. Ich hätte mich da bestimmt über ein Geschenk gefreut. Also wenn ich mal tot sein werde, möchte ich ein Geschenk haben. Christa, das ist mein Auto, Kevin. Ein Token. Lass das Auto stehen. Doch. Nee, ich hatte ein Lavendel-Auto. Nee, ich auch. Dann nimm ein anderes. Hattest du auch die Kyro-Raketen drauf? Ja, das ist meins. Aus dem Weg! Oh, tut! Das ist meins. Nee, du hattest recht. Blaue ist meins. Das lilane ist meins. Na, Matze sitzt doch gerade auf einem, also es ist sowieso schon mal vollkommen irrelevant. Ja, ich wollte es nur gesagt haben. Achso, ihr kommt jetzt doch hinterher. Na dann, auf zum nächsten! Auf zum Atom! Auf zum Atem! Nukola. Das Wort heißt Nukola. Ich bin so klug. K-L-U-K.
Echt jetzt? Was? Was? K-L-U-K? Da werden wir schon Homer Simpson zitieren. Simpsons. Du hast da angefangen, Simpsons zu zitieren. Sicher, dass das alle kennen? Simpsons? Simpsons kennt jeder. Aber das Zitat? Eigentlich schon. Ich kenn's. Nur weil du unter dem Mond lebst? Ist das in der Serie oder im Film vor? Das kam in der Serie hier vor. Oh Gott, das wird nix. So. Müssen wir denn eigentlich hin? Oder waren wir schon da? Ich bin schon mal richtig. Aha. Ich jo? Naja, es gibt doch zwei Markierungen noch. Ja, ja, schon, aber wir wollten ja eigentlich alle geschlossen zu einer, denke ich mal. Ja, dann gehen wir jetzt alle zu Benny. Uiuiui, ja. Schafft's. Und Kevin? Entschuldigung, heute dürfen wir dich ja eigentlich nicht auslachen, aber das war lustig. Springen. Aber ich glaube, bisschen zu früh. Naja gut, ich warte mal hier. Sieht aus wie nackte Kanone, Slapstick. Wir können übrigens, das ist eine Reise, du musst hier nicht rüberspringen. Wir können auch die Reise schon initiieren. Ich finde, wir sollten warten, bis Kevin rübergesprungen ist. Was, echt nicht? Nee. Warum dann mache ich das mal hier. Wenn ihr reisen könnt, tue ich doch nicht nochmal durch die ganze Prärie. Schade. Schade eigentlich, ja. Ja, ja, das wird euch zu passen. Es hatte einen gewissen humoristischen Anteil. Das bestreite ich ja nicht, aber halt nur für uns, ja. Hauptsächlich. Na, 75. Ja. Das wird ja wohl lang. Bevor ihr fragt, ja, ich musste das so lang blocken. Ach, jetzt gehen die alle verkaufen. Na dann, oh, hier gibt's auch eine Quest, Mensch. Vorsicht, keine Atmosphäre. Generös. Flonk. Naja. Ach, ich hab noch gar nicht gesehen. Ja, ich auch noch nicht, fällt mir gerade ein. So, na, ich warte mal auf euch, hä? Token, natürlich nicht. Irgendjemand von euch war Badass Rang 700, habe ich vorhin gesehen. Ich nicht. Ich auch nicht. Das kann ja nur noch Benny gewesen sein. Yep. Aber der reagiert nicht. Na, da hat sich gerade. Ja, das Auto kann ausgesucht. Durchaus sein. Was hast du gerade gesagt? Ich glaube, du hast Badass Rang 700, oder? Ja. Unnormal, was machst du denn nur die ganze Zeit? Waffenkisten finden. Nein, ich spiele einfach nur besser als ihr. Das ist bestimmt einen heimlichen zweiten Charakter oder so. Und schaffen's alle? Uiuiui, Kevin, das war aber mit Ach und Krach. Warum? Ach nee, es war Benny. Manchmal funktioniert der Boost nicht richtig. Ja, na klar, manchmal funktioniert der Boost nicht richtig. Er klemmt der Schlüpfer, immer ist es was anderes. Ach, ist das so? Doch Schlüpfer klemmt eigentlich meistens. Nein! Wow, save of the life, Mensch. Uiuiuiui. Du bist nicht mal richtig hier. Das ist mir in dem Moment auch aufgefallen, ja. Ich würde, weil. Wollen wir jetzt erstmal zu der neuen Quest oder wollen wir Nina erstmal besenden? Ich würde jetzt erstmal hier Verehrung Nummer 2 finden. Da war noch eine Quest markiert, also wird das vermutlich nicht richtig sein. Da sind wir, glaube ich, eh gerade auf dem Weg dahin, von daher. Ja, eben. Können wir das, denke ich, in Angriff nehmen? Nein! Ist jedes Mal, wenn wir vorbeilaufen, will ich das Rätsel mit der Waffenkiste lösen. Hast du aber noch nie geschafft. Nee. Aber du hast es auch noch nie richtig probiert. Ich habe ihn gefunden! Toll! Mächtig aussehen! Geben Geschenke! Hoffentlich nicht voller Blut! Hallo, Mr. Bones! Das ist von Schwester Nina! Sie hält um ihre Hand an! Von Nina? Keine Ahnung, wie oft die mich schon zusammengeflickt hat! Ich habe immer gehofft und geträumt, aber ich hätte nie gedacht! Lass du ihn töten! Nimm Säurewaffe! Mal sehen, wie fest Liebeshaut ist!
Ich nix hab eine Säurewaffe, doch Gott, hab ich. Ich habe. Bist du da bist? Was? Ach nee, ja bist du ja. Och Mann! Nina enttäuscht. Weg zu wahrer Liebe, nicht bequeme Straße. Mehr wie staubige Piste mit großen Steine. Du Hart! Du töten erste zwei Kandidaten! Vielleicht Nina braucht jemanden wie dich? Um Himmels Willen, nein. Nina, aber vom Charakter würde Robert da vielleicht am besten passen. Kandidat ja. Nummer 3. Nicht schon. Vergessen, Karte und Blumen waren viel teuer. Ich nehme mit. Ja, siehst du, kannst du gleich behalten. Dich jetzt aufgeregt, Matze? Über den, der mir schon wieder KS hat. Ich wechsle immer die Waffen, dass ich genau das Elementar-Dings hab, was sie verlangt. Und dann gehe ich wieder raus und dann ist er schon tot. Was hat denn der gesagt, weil ihr so gelacht habt? Da hab ich gar nichts gehört. Der hat eine geile Stimme gehabt. Ja. Echt? Ziemlich ich hab hoch. Gar nichts sagen hören. Na, oh, super. Ey, deine Action Skills sind echt nervig, Matze. Na, oh, deine Action Skills sind echt nervig, Matze. Oh. Also, ich automatisch schießen ist wirklich. Ich fasse es ja nicht, dass ich schon wieder das machen muss, aber. Ich finde es ja cool. Ja, ich finde es auch cool. Grundsätzlich ist es ja schön, aber ich mag das automatisch schießen einfach nicht. Klar. Vor allen Dingen, wenn man ein Scharfschützengewehr in der Hand hat, ist es ziemlich scheiße. Da musst du halt mal eine Waffe wechseln, dann stell dir ja nicht an wie das erste Auto. Ich bin Matze schon wieder zur Seite gesprungen, das ist irgendwie komisch. Ja. Die Vibes plötzlich stimmen. Was sind die denn alle? Oh, Roberts Wolf macht da ein bisschen was. Ein bisschen so. Ist das auch Roberts Wolf? Man sieht sich ja. Die Verflucht des Arschloch. Okay. Ist ja nur Wölfe. Na gut, aber bevor wir jetzt das Gebiet verlassen, können wir die neue Quest auf alle Fälle noch mitnehmen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Wäre sonst Quark. Oh, Quark, cool. Du redest Quark. Oh. Hui! Mann, oh Mann, oh Mann, ich dachte, ich komme nie wieder runter. Den bringst du zu oft, finde ich. Was? Welchen? Na, den mit dem Hui. Ich finde nicht, dass ich den zu oft bringe. Macht halt immer wieder Spaß, das ist ein Reflex. Kein nichts dafür. Und wirkt manchmal ein bisschen aufgesetzt, wenn du es immer machst. Ach, aufgesetzt am Arsch. Okay. Mein Spaß ist nicht aufgesetzt. Pickel! Hör mal, Pickel. Es gibt was zu erledigen, falls du Zeit und Lust hast. Klar. Gut, ich habe Schauergeschichten über das 13. Untergeschoss in der alten Dahlfabrik gehört. Aber das hat mich nicht daran gehindert, meinen Kumpel Harry da reinzuschicken, um mir einen Raumkrümmungsinverter zu besorgen, von dem ich Wind bekommen hatte. Er ist ein helles Kerlchen, aber Knarren sind nicht sein Ding. Gerade hat er was von Geistern und Spuk gefunkt und ich sterbe. Ich schick dich mal als Suchtrupp. Also geh rein in die alte Dahlfabrik, finde Harry und meinen Inverter und dann geh wieder raus. Zack, zack, zack. Harry, ich komme. Der treibt uns ganz schön an. Ja, warum lassen wir uns eigentlich was von einem 13-Jährigen gefallen? Weil wir das ist, als wären wir das Internet. Weil wir eine Belohnung bekommen. Ja, ne, Benny, geben wir nur noch Loot. Boah, Loot. Es gibt mehr an diesem Leben als Loot. Loot? So, müssen wir jetzt reisen? Ja, witzigerweise müssen wir das. Ich würde die von Nina erstmal zu Ende machen, bevor wir jetzt anfangen. Der Harry wird schon so schnell nicht sterben. Ja, passt schon. Müssen wir jetzt trotzdem reisen? Nee, wir müssen hier bleiben. Nee. Dann müssen wir wahrscheinlich in ein neues Gebiet. Mensch, Robert, neues Gebiet! Robert geht steil. Ja! Nein! Hui! Ich bin voll gegen das Rohr gehuit. Siehst du? Hui völlig egal, ob es langweilig wird. Boah, der war gut. Deswegen ignoriere ich, ne?
Ah, mit aller Härte. Anders kommt man dir nicht bei. Was, Bo? Ja, hier. Glaub ich dir nicht. Och, ist wirklich so. Komm drüber. Ich hab hier ein Medikit. Ey, was ist denn mit dir los, du blöder Talk? Macht Sport? Ein Torque-Basilisk. Interessant. So, wo müssen wir denn? Aha, rechte Hand. Na, dann machen wir das doch mal. Hier ist eine Skin-Anpassung für einen Buggy. Ja, nimm der mit. Ich hab sie schon. Die ist bestimmt buggy. Ich hab sie. Nein. Der war schlecht, Mats. Natürlich war das. Müssen wir jetzt hier rein? Na, ich denke mal einfach durch. Der Map nachzuurteilen. Scheiße, da steht voll drauf. Ja, komm zu, was du willst. Ach, das war die legendäre Stelle, wo wir Mats das Auto zerschossen haben. Ja. Dem hab ich's gezeigt. Da musste ich euch allen erstmal beweisen, dass man das nicht macht. Was? Mein Auto zerstören. Welches? Egal welches. Nee, welches ist deins? Ich hab meins irgendwo stehen lassen in dem Fall. Ich bin jetzt hierher gelaufen. Ich schieß dich zum Mond und wieder zurück. Hier, Geschenk von mir. Ich sehe immer einen roten Fleck auf der Map, also einen Gegner. Dann gehe ich da hin und dem mal platzt der. Ja, tut mir leid. Ich denke nicht, dass der wirklich leid tut. Das denke ich nämlich auch nicht. Was ist denn das? Mats ist wieder Harry Potter. Ja, aber wie mache ich das? Ach so. Was ist das jetzt für ein Charakter? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe einfach eine bessere Feuerrate, aber von wem ich das jetzt adaptiert habe, keine Ahnung. Ich glaube, das ist kein wirklicher Action-Skill, oder? Du musst doch nicht zwangsläufig immer von einem anderen Charakter sein, oder? Nö, es gibt ja auch random Sachen. So, rechte Hand. Sieht aus, als müssten wir doch nicht das Gebiet wechseln, naja. Man darf ja Robert mal Hoffnung machen, um sie dann zu zertrümmern. Oh ja, ich sehe das schon. Mach das siehst du das mal. Also ich eigentlich hab mindestens einmal die Woche, oder? Mindestens. Naja. Wenn, dann war das Matze. Ich hab da aber das Gefühl, entweder wir müssen runter oder hoch. Hoch vermutlich. Ja, ich fürchte hier auch. Ja, das war cool. Auch wenn es mir erst am Ende eingefallen ist. Das hatte viel Schönes. Gestohlener Dollfighter. Wie, wo, was, wer, ja. Kaputt! Wie? Kaputt! Kaputt! Wie kommt man hier hoch? Wenn ich ja, wüsste, ja, was ich Aqua darf, wie kommt man da hoch, Matze? Was, dann bin ich als Einziger hier oben? Ja. Ja. Lautlaub, Badass! Ach, nur Level 10, alles klar, alles cool. Na, einfach hinten die, das Sprungpad benutzen. Ah, wo ist der denn? Zu mir. Hä, das war doch vorhin nicht da. Freilich. Nee, das ist gerade gespawnt. Das hab ich da hingesetzt mit meiner göttlichen Macht. Stirbst du gerade? Ich glaube, Benny gefällt es, dass du gerade stirbst. Ja, Benny gefällt es immer, dass ich sterbe, deswegen revive ich mich direkt mal. Untotbar. Ich bin maximal temporär ein Stückchen weniger geil. Interessante Ansicht. Was muss man sagen? Was ist denn hier noch? Ach, hinter uns. Ja, vor allen Dingen eine sehr selbst unterschätzende Ansicht, ne? Ich hab ihn gefunden. Hier ist echte Qualitätsarbeit. Oh, sehen seine Hände? Stark, gut. Geben Geschenke. Dich kenne ich doch. Kann ich was für dich tun? Ich übergebe mir jetzt mal das Geschenk, okay? Ja, ich stehe über euch. Du stehst über den ganzen Schwester Ding. Schwester Nina, Tja, sag hier, das ist nicht süß und alles, aber kein Interesse. Keine Feuerwache. Ah, scheiße.
Götte ihn mit Feuer, dass er brennt wie Feuer, meine Feuer, Hand. Feuer, Feuer, so Feuer, Feuer. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Ich hab Feuer, aber ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Also ich könnte den ersten Schuss machen, der macht, glaube ich, Feuerschaden kritischer. Ah, nee, wenn niemand Feuer hat, müssen wir halt normal umbringen. Ist so bestimmt nur optional. Irgendwie habe ich den Eindruck, hört mir keiner zu. Nichts mehr tun ihm. Warum? Ich habe gesagt, ich habe Feuer, aber ich weiß nicht, wie man reinkommt. Und seine Stimme machen. Ach so. Lena, ja, du wirst ja wohl einen Eingang mal finden. Ja, jetzt habe ich eine gefunden, aber war jetzt zu spät. Ich musste nur sicher gehen, dass du es ernst meinst. Und nichts bringt ernste Absichten klarer zum Ausdruck als ein Mordversuch. Kommst du zu Nina? Sie dich flickt zusammen. Oh Gott. Ich komme. Ah, sofort, mein Liebling. Danke, Kammerjäger. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Oh, kein Problem. Diese zarte Blüte hat mich betört, seit ich sie das erste Mal gesehen habe. Natürlich. Still a better love story than Twilight. Heutzutage sagt man 50 Shades of Grey. Ja. So. Ja. Jetzt hätt ich Bock auf Deck 13. Hättest du das? Jo, oder hat da jemand Widerspruch anzumelden? Nö. Gut. Du bist doch unser Pyro-Claptrap. Naja, das ist ja auch eine sehr vernünftige Entscheidung. Das war so keine Entscheidung, das hast du einfach so gemacht. Ach so, na dann war das eine kluge Entscheidung von mir. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier offiziell lang ging, aber es hat funktioniert. Also im Zweifel, it's not stupid if it works. Programmierregel Nummer 1. Gibt's einen offiziellen oder einen inoffiziellen Weg? Der offizielle ist sicherlich da, wo die Map noch eingetragen ist. Wir sind ja gerade über so ein Map-Loch gesprungen. Gegangen. Okay. Whatever. Was schießt du denn? Ach, da drüben sind Gegner. Na Mensch. Wenn du das sagst, wird das schon alles richtig sein. Ja. Vertraue meinen Aussagen. Gibt's nur einen? Still. Ach, verdammt. Oh, jetzt wünsche ich mir meinen Facelock bei den Fliegeviechern. Weil er am Mausbett verrutscht. Hab ich eigentlich. Ich hab immer noch keinen Token. Was ist das für eine Unart? Ich geh jetzt einfach weiter. Ich muss ja mal positiv anmerken, dass die Minibots immer die gleiche Farbe haben wie mein Hauptbot. Echt? Ja. Das ist echt nicht schlecht. Es sind die Details, die ein Spiel gut machen. Unter anderem. Das ist gar nicht so unrecht. Schon wieder. Das ist irgendwie verstörend. Sind nicht nur älter geworden, wir sind auch weiser geworden. Oh Gott. Oh nee. Aber mit diesen schönen Worten könntest du die nächste Folge abschließen. Könnte ich machen, aber... Das habe ich jetzt versaut, indem ich aber gesagt habe. Ja. Naja gut, dann nehme ich andere schöne Worte zum Folge abschließen, nämlich stirb, 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 du blöde Mistratte da oben. Und damit verabschieden wir uns bis Folge, lass mich lügen. Bis zur nächsten Folge, bis dahin, haut rein und macht's gut. Ciao. Ciao. Na gut, Robert sagt euch nicht tschüss, also mache ich's für ihn. Tschüss.